Teilchen im Phaseninneren haben eine andere Umgebung als Teilchen an der Oberfläche. Teilchen im Phaseninneren sind isotrop von anderen Teilchen umgeben, erfahren keine resultierende Kraft. Teilchen an der Grenzfläche erfahren eine resultierende Kraft ins Phaseninnere. Und das bedeutet, ich benötige Arbeit, um ein Teilchen vom Phaseninneren an die Oberfläche zu bringen. Das ist die Ursache der Oberflächenspannung. Die Oberflächenspannung sagt uns, wie viel Arbeit benötigt wird, um die Oberfläche um einen bestimmten Betrag dA zu vergrößern. Die Einheit der Oberflächenspannung ist also Joule pro Quadratmeter. Die Oberflächenspannung ist von der Temperatur abhängig. Sie nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Mit zunehmender Temperatur nähern sich die Phasen Flüssig und Gas immer mehr an. Am kritischen Punkt ist dieser Unterschied nicht mehr vorhanden. Am kritischen Punkt verschwindet auch die Oberflächenspannung. Man kann die Oberflächenspannung auch als Kraft pro Länge definieren. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Lamelle haben mit einem beweglichen Bügel, um das Ganze im Gleichgewicht zu halten, müssen wir eine Kraft Fg aufwenden, um die Oberflächenspannungskraft F Sigma zu kompensieren. Die Kraft F Sigma oder Fg dividiert durch die Länge L ist ebenfalls die Oberflächenspannung. Wasser hat die Oberflächenspannung 72 mN pro Meter. Das bedeutet, auf 1 Meter Wasseroberfläche wirken parallel zur Oberfläche diese Kraft in die beiden Richtungen. Wasser hat eine relativ große Oberflächenspannung. Die meisten anderen Substanzen haben deutlich geringere Oberflächenspannung. Die Oberflächenspannung ist abhängig von der Zusammensetzung der Lösung. Wenn wir in Wasser Salz oder Zucker auflösen, wenn wir Ethanol verdünnen, Essigsäure verdünnen, ändern wir die Oberflächenspannung. Besonders drastisch ist dieser Effekt, wenn wir Tenside zu Wasser hinzugeben. Hier nimmt die Oberflächenspannung dramatisch ab, schon wenn wir nur ganz geringe Konzentrationen an Tensid zugeben. Ab einer gewissen Konzentration bleibt dann die Oberflächenspannung konstant, weil diese Tenside sich an der Oberfläche anreichern und einen monomolekularen Film bilden. Wenn wir drei Phasen in Kontakt bringen, eine feste Phase, eine flüssige Phase, eine gasförmige Phase, dann haben wir insgesamt drei Grenzflächen. Jede Grenzfläche sucht sich zu minimieren und das geschieht in der Art und Weise, dass sich als Gleichgewicht ein Randwinkel einstellt. Dieser Randwinkel stellt sich so ein, dass die drei Oberflächenspannungen, die relevant sind, vektoriell sich zu Null addieren am Berührpunkt der drei Phasen. Wir haben die Oberflächenspannung fest gasförmig, die Oberflächenspannung fest flüssig und die Oberflächenspannung gasförmig flüssig. Die drei Kräfte addieren sich vektoriell zu Null. Der Randwinkel Theta stellt sich so ein, dass diese Gleichung hier erfüllt ist. Das ist die sogenannte Young-Gleichung. Der Cosinus des Randwinkels ist also gleich der Oberflächenspannung der festen Phase minus der Grenzflächenspannung durch Oberflächenspannung der flüssigen Phase. Wenn der Randwinkel ungefähr 0 ist, sehr klein ist, dann spricht man von Spreitung. Die Flüssigkeit bedeckt den Festkörper komplett. Wasser auf Glas ist ein bekanntes Beispiel hierfür. Wenn der Winkel zwischen 0 Grad und 90 Grad liegt, spricht man von Benetzung. Und wenn der Winkel größer als 90 Grad ist, spricht man von Nichtbenetzung. Wenn wir eine ebene Oberfläche haben, dann wirkt die Oberflächenspannung so, dass sich die Kräfte parallel zur Oberfläche zu 0 kompensieren. Das ist anders bei einer konvexen oder konkaven Oberfläche. Bei einer konvexen Oberfläche haben wir eine resultierende Kraft in das Innere der Flüssigkeit und das bedeutet, hier wird sich ein Druck aufbauen, der sogenannte Krümmungsdruck. Dieser Krümmungsdruck
der definiert ist als Druckdifferenz zwischen konkaver und konvexer Seite, ist 2 Gamma durch R für Kugeloberflächen. Das ist die Young-Laplace-Gleichung. Man kann die Laplace'sche Gleichung herleiten durch das Prinzip der virtuellen Verrückung. Wenn eine Seifenblase kleiner wird, wird Arbeit gewonnen, nämlich die Oberflächenarbeit. Gleichzeitig wird aber auch Arbeit geleistet, nämlich die Volumenarbeit. Das Volumen ändert sich, wenn die Oberfläche kleiner wird, um den Faktor 4πr². Die Oberfläche ändert sich, wenn die Kugel kleiner wird, um den Faktor 8πr. Die Volumenarbeit, P mal dv, ist P mal 4πr² dr. Die Oberflächenarbeit ist Gamma mal dA, also Gamma mal 8πr. Wenn beides gleich sein soll, das Prinzip der virtuellen Verrückung, kommt man zwanglos zur Young-Laplace-Gleichung. In sehr kleinen Tröpfchen kann der Krümmungsdruck sehr, sehr groß werden. Und dies hat zur Folge, dass sich hier auch der Dampfdruck verändert. Bei einem Radius von 1 Mikrometer ist der Krümmungsdruck 1,4 bar. Wenn wir den Radius weiter verkleinern auf 1 Nanometer, wird der Krümmungsdruck 1455 bar betragen. Und das bedeutet, das chemische Potential des Wassers wird deutlich angehoben. Salopp gesprochen, das Wasser fühlt sich unwohler, will flüchten aus der flüssigen Phase und darum steigt der Dampfdruck an. Das wurde von Kelvin in der nach ihm benannten Gleichung berechnet. Wir haben bei einem 1 Mikrometer Tröpfchen einen Dampfdruck, der um 1 Promille größer ist als über der Ebenoberfläche. Bei einem 1 Nanometer Tröpfchen ist der Dampfdruck mehr als doppelt so groß als über einer Ebenoberfläche. Kleine Tröpfchen sind also kinetisch instabil. Wenn sich eine Oberfläche krümmt, dann haben wir auch den Effekt der Kapillarität. Wenn eine Flüssigkeit einen Feststoff benetzt, haben wir den Effekt der Kapillarascension. Eine benetzende Flüssigkeit steigt in einer Kapillare nach oben, eine nicht benetzende Flüssigkeit steigt in einer Kapillare nach unten. Der Krümmungsradius der Oberfläche ist nicht identisch mit dem Radius der Kapillare. Wir haben eine Beziehung zwischen diesen beiden Radien, die über den Cosinus von Theta geht. Grün haben wir den Kapillarradius, rot haben wir den Krümmungsradius. Wir haben einen Krümmungsdruck nach Laplace von Gamma mal 2 durch Krümmungsradius. Dieser Krümmungsdruck wird dadurch bewerkstelligt, dass ein hydrostatischer Druck und Delta P aufgebaut wird. Im Falle einer benetzenden Flüssigkeit muss die Flüssigkeit dazu nach oben steigen, damit auf der konvexen Seite ein kleinerer Druck herrscht. Benetzende Flüssigkeiten können zwischen zwei Partikeln wie ein Klebemittel wirken. In den Flüssigkeitsbrücken herrscht ein Krümmungsdruck als Unterdruck, sodass sich anziehende Kräfte einstellen. Benetzende Flüssigkeiten dringen in kleine Poren ohne Probleme ein. Nicht benetzende Flüssigkeiten dringen in diese Poren nicht ein. Benetzende Flüssigkeiten füllen Poren vollkommen aus. Nicht benetzende Flüssigkeiten werden aus Poren herausgedrückt. Wir brauchen einen Überdruck, um eine solche Flüssigkeit in eine Pore hineinzupressen. Der Überdruck ist umso größer, je kleiner die Pore ist. Aus dieser Tatsache kann man eine Messmethode für Porengrößen aufbauen, die Quecksilberporosimetrie. Quecksilber, ein bekanntes, nicht benetzendes Medium, wird mit dem porösen Feststoff in Kontakt gebracht. Der Druck wird langsam erhöht. Und es wird nachgesehen, ab welchem Druck die Poren gefüllt werden. Wenn wir mehrere unterschiedlich große Poren vorliegen haben, werden zunächst die großen Poren gefüllt, dann die mittelgroßen und zum Schluss die kleinen Poren. Wenn wir das aufgenommene Volumen gegen den Quecksilberdruck auftragen, erhalten wir eine Darstellung in dieser Art und Weise. Wir können daraus die Porenstruktur einer porösen Substanz ableiten.
Eigenschaften wie scheinbare Dichte, spezifisches Porenvolumen oder mittlerer Porendurchmesser lassen sich mit Quecksilberporosimetrie ermitteln.